Könnten Sie die bitte anlegen? Leider keine guten Nachrichten. Dein Tuberkulose-Schnelltest ist positiv. Was bedeutet das? Tuberkulose ist ein schwerer Infekt der Lunge. Darum ging es dir schon länger nicht gut. Dass du Blut hustest, deutet darauf hin, dass die Infektionsherde zu den Bronchien hin offen sind. So, die Tuberkulose ist wahrscheinlich schon im fortgeschrittenen Stadium. Das klingt nicht gut. Aber das Positive ist, eine Tuberkulose wird bakteriell übertragen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit Antibiotika in den Griff bekommen, ist groß. Und damit fangen wir auch sofort an. Ja. Wir müssen dich dann noch isolieren. Also das heißt, du wirst in ein spezielles Zimmer verlegt, wo niemand ohne Schutzkleidung rein darf. Habe ich mich dann noch mal angesteckt? Das ist schwer zu sagen, das kann schon 2 Jahre her sein. Sie müssen wir später bitte auch noch testen. Das Gesundheitsamt haben wir schon informiert. Die verfolgen alle weiteren Kontakte. Also in der Schule und so. Haben Sie kurz einen Moment? Ja. Herr Dr. Eckert, wenn ich Enyo früher zu dieser J2 geschickt hätte, wäre die Krankheit da schon entdeckt worden? Wenn es beim Hausarzt Auffälligkeiten gegeben hätte, dann hätte man früher eingreifen können. Aber das lässt sich im Nachhinein schwer sagen. Shining through, I see your truth.